Hat ein Mensch, der nach Österreich kommt und um Asyl ansucht, bei seiner Einreise Bargeld dabei, so sollen ihm bis zu 840 Euro abgenommen werden. Die Regierung sieht dadurch einen Beitrag zum Asylverfahren, auch wenn eine solche Kontrolle schwierig werden könnte. Viele werden dann vielleicht gar nicht mehr das Interesse haben, in der Art und Weise zu uns aufzubrechen. Ja, auch in dem Wissen, dass sie vielleicht auch nach Bargeld durchsucht werden. Ja. Also zusammengefasst würde ich sagen, es handelt sich um ein Bündel an Maßnahmen. All die Maßnahmen gehen in die richtige Richtung, nämlich eine Verschärfung des Asylrechts und das Ziel, dass Missbrauch beseitigt wird. Zu diesen Maßnahmen zählt auch, dass Behörden künftig Zugriff auf jene Daten erhalten sollen, die sich auf Handys, USB-Sticks und Digitalkameras befinden. Damit soll kontrolliert werden können, ob der Geflüchtete richtige Angaben zu seiner Identität und Reiseroute macht. Die Opposition kritisiert die Vorhaben als kurzsichtig bzw. destruktiv. Amnesty International sieht reine Symbolpolitik, die Menschen verunsichere.